Ja, das sind wieder die Blu-ray-Neuheiten in der Kalenderwoche 40 aus dem Jahre 2019. Wie immer, ich habe mir ein paar rausgesucht. Diese Woche sind es 4 an der Zahl. Natürlich gibt es einige mehr, aber ich habe mir die für mich relevanteren rausgepickt. Ja, es gibt hier hoffentlich von der Recherche her keine Neuveröffentlichungen oder Remastered Editions, wie auch immer, sondern die wirklich erst neu rausgekommen sind. Ja, ich erwähne dazu auch zu jedem Film nicht die Story, sondern einfach nur grobe Eckdaten und die IMDb-Wertung soll euch immer wieder ein bisschen dazu helfen. Als erstes haben wir Der Fall Collini. Habe ich gesehen, habe ich eine Review dazu gemacht mit unter anderem Franco Nero und Elias Mbarek. Ein Thriller-Drama ab dem 2.10. im Handel. Die IMDb-Wertung ist eigentlich bärenstark, 7,3 von 10 möglichen Punkten, aber ich fand ihn jetzt nicht so extremst stark. Ich fand ihn nicht schlecht, mal was anderes von Elias Mbarek, aber das, ja, kann jeder sehen, wie er mag. Als zweites Kirschblüten und Dämonen. Ja, hört sich interessant an. Ebenfalls ein Film mit deutscher Besetzung, unter anderem Hannelore Elsner, Floriane Daniel. Ein Drama, ja, eine IMDb-Wertung ist jetzt nicht so knackig, 5,8 von 10 möglichen Punkten, aber hat mich irgendwie fixiert, ja, ab dem 2.10.2019 im Handel. Als drittes, John Wick, Parabellum. Ja, der dritte Teil der John Wick-Reihe mit unter anderem Keanu Reeves, ein Action-Kracher wieder, was das Zeug herhält. Hat aber einige Schwächen gehabt, meiner Meinung nach, und ja, wenn man mag, ich finde, der zweite und der dritte Teil sind nicht so toll wie der erste. Ab dem 4.10. im Handel, die Wertung ist eigentlich äußerst stark, 7,6 von 10 möglichen Punkten. Als viertes haben wir hier mit unter anderem Willem Dafoe, Van Gogh an der Schwelle zur Ewigkeit. Das Biopic von Van Gogh war auch bei den Oscars vertreten, sofern ich mich noch richtig erinnere. Und hat eine Wertung von 6,9 von 10 möglichen Punkten. Ja, Biopic ist meistens ein Drama, sollte ein sehr gutes sein. Vielleicht schaffe ich es mal, den anzusehen ab dem 4.10.2019 im Handel. So, und das war's schon. Ja, das waren meine Vorstellungen der Blu-ray-Neuheiten in der Kalenderwoche 40. Vielleicht uns nächste Woche wieder ein bisschen mehr. Das werden wir mal sehen. So, wie immer, wenn euch das Video ein bisschen gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben, schreibt mir euren Favoriten für diese Woche in die Kommentare. Meiner ist es mit Kirschblüten und Dämonen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz, links wieder der Abonnier-Button, da klickt ihr drauf, seid ihr abonniert, inklusive der Glocke, und rechts von der letzten Kalenderwoche, der Kalenderwoche 39. In dem Sinne noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Baba.